Wenn jede Sekunde taka, 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 taka zählt, dann kann zum Beispiel ein Notfall vorliegen. Wir haben ja gestern Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit begleitet. Es gibt aber auch Menschen, die bringen sich für uns in Gefahr, um uns zu unterhalten. Zirkuskünstler eben. Wir begleiten den ganzen Morgen schon über Steve Wade, den preisgekrönten Entfesselungskünstler im Zirkus Flickflack in Aschaffenburg. Wobei manche Leute, ich da zuzählend, auch sagen, muss man das im Fernsehen zeigen, live, wo es so spannend ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, das kann auch schief gehen. Ich sage ja eher nein. Ich habe mich auch schon früher bei Wetten, dass immer hinterm Sofa versteckt. Ich konnte es einfach nicht sehen. Meine kleine Schwester sagte dann, komm wieder rum, das Spannende ist vorbei. Frank Meyer sagt aber, ja, das müssen wir zeigen. Er ist unser Reporter im Zirkus. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Sven. Ach, Sven, sei doch nicht so zimperlich. Man kann auch so ein bisschen Spannung reinbringen. Das ist doch eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Nervenkitzel. Muss doch sein. Wobei, zu lange halte ich das jetzt auch nicht mehr aus. Sie wäre lieb, wenn Sie mich dann mal runterlassen könnten. Ja, wir sind hier live im Zirkus Flickflack und ich habe gerade einen wunderbaren Platz hier über die 1500 Leute, die das Zelt hier bietet in Aschaffenburg. Und Sie, meine Damen und Herren, haben den Logenplatz heute, wenn wir Ihnen Steve Wade vorstellen, einen der bekanntesten deutschen Entfesselungskünstler. Vielen Dank, Steve, dass Sie mich dann auch mal wieder runtergelassen haben. Guten Morgen. Man muss dazu sagen, dass das hier nicht Ihre Nummer ist mit dem Stuhl, sondern die gehört zum Zirkus Flickflack. Sie sind aber heute Abend der Special Guest und von Ihnen möchten wir natürlich wissen, wie sind Sie auf diese Entfesselungskunst gekommen? Ich glaube, daran sind meine Eltern schuld. Ich hatte damals sehr wenig Freunde. Die meiste Zeit verbrachte ich eingesperrt im Keller. Aber nein, Spaß beiseite. Angefangen hat es mit der Zauberei. Ja. Aber es war nie der richtige Kick für mich. Ich wollte immer meine eigenen Grenzen. Und somit habe ich damals eine Zwangssäcke entdeckt. Und heute, bis heute dabei geblieben. Er entfesselt sich wirklich aus brenzligsten Situationen. Wie viel ist Magie? Wie viel ist Technik dabei? Wie viel ist Kraft? Ich sage mal, 90% ist Technik und 10% ist Show. Und die 10%, die gönnen wir uns mal eben. Wir haben hier ein kleines Seil mitgebracht. Wenn wir schon mal hier sitzen. Ne, kennen Sie sich mit Fesselspielen aus? Eher weniger. Okay, ganz einfach. Wir nehmen ein Seil, wir ziehen das Ganze direkt durch die Beine. Einmal über Kreuzen festhalten. Ja. Sehr, sehr gut, hier auch festhalten. Wenn Sie mal mein Mikrofon halten. Sehr schön, ich lege jetzt meine Hände oben drauf und jetzt ziehe ich mal, also mal richtig fest. Feste ziehen. Ich stecke nicht mit ihm unter einer Decke. Feste ziehen. Ja, das ist fest. So. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. So, jetzt fester kann ich wirklich nicht mehr. Das Ding ist jetzt bombenfest. Sehr schön. So, und jetzt? Als nächstes kann ich meine Zähne verwenden. Um das zu verhindern, habe ich meine Jacke mitgebracht. Ja, einfach ich mache meine Jacke über meine drüber. Hände. Ganz genau, was natürlich sehr wichtig ist, die Jacke muss wirklich schön sauber über meine gefesselten Hände. Achso, nein, schau. Ich habe noch nicht angefangen. Guck mal. Ja, also, komm, das ist jetzt die Show nochmal, aber ich glaube, wir müssen, um nochmal rauszukommen, nochmal eine Jacke drüber machen. So. Wäre sinnvoll. Ja, okay. Also das ist dann so eine Vergnügungsparknummer, aber was wir heute im ARD Morgenmagazin live sehen wollen, ist jetzt die Geschichte Entfesselung aus wirklich einer brenzligen Situation. Jede Sekunde zählt und deswegen gehen wir mal hier auf die Bühne vom Zirkus Flickflack, gehen runter Richtung Manege. Steve, jetzt kommt eine Geschichte, die wir heute Morgen schon gemacht haben. Es geht um Handschellen, um Ketten. Er wird in Ketten gelegt. Und dann geht er in diesen Tank rein, in diesen Tank, Wassertank. Wir haben das heute Morgen schon mal geprobt, wir haben das schon mal geübt und es ist schief gegangen. Denn der Dietrich, mit dem er sich befreien wird, ist ihm entglitten und dann musste er die Nummer abbrechen. Hat nicht funktioniert. Jetzt wollen wir neu sehen, ob es diesmal klappt. Hier sehen wir, er kriegt Handschellen angelegt. Die Schlüssel werden abgedreht, die werde ich mir nehmen. Und während dann die Ketten, die unten runterhängen, dann noch um seinen Körper gezogen werden, zeige ich Ihnen, liebe Zuschauer, wo Steve Wade dann reingehen wird, nämlich in diesen Wassertank hier, ein 500-Liter-Tank. Da ist tatsächlich Wasser drin, das heißt, er kann dann nicht atmen. Schön aufgewärmtes Wasser hier vom Zirkus Flickflack, ist ja kalt heute Morgen, da wird er nicht frieren, aber er bekommt eben keine Luft, Deckel kommt nachher drauf. Und mit dieser vollen Montur, wir sehen, es ist schon ein Schloss dran hier, es wird ganz eng drum gezogen, da ist der nächste Schlüssel. Wird Steve Wade in den Tank gehen und dann sich befreien. Und das funktioniert wie genau? Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Ja. Es ist hart langes Training. Ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet. Und mal gucken, ob das Training sich rentiert hat. Okay, das Ganze mit einem Dietrich, hier haben wir, den gerade in der Zeitlupe gesehen haben. Das ist der Dietrich. Den nimmt er jetzt mit rein und versucht das irgendwie, ich glaube, in den Mund, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, bereit. Wenn du mir zunickst, sage ich Musik ab. Ja? Können wir Musik starten? Noch nicht. Er muss erstmal ein bisschen noch sich konzentrieren. Atmen. Ich glaube, daran lag es nämlich eben auch. Und dann Musik ab.
Wir hören den Herzschlag. Jetzt darf ich ihn nicht mehr ansprechen. Da hat es eben dran gescheitert. Da waren wir etwas zu hektisch. Er muss Luft holen. Und jetzt geht's rein. Zeit läuft. Wir sehen ganz genau den Dietrich in seiner Hand. Und er geht jetzt ans erste Schloss. 15 Sekunden laufen bereits. Meine Damen und Herren, wie viel Zeit hätten Sie unter Wasser, generell unter Wasser? Und dieser Mann muss sich aus diesen Ketten in dieser engen Röhre befreien. Über 30 Sekunden sind durch. Aufschrauben muss er auch noch. Er ist schon komplett frei. Und raus. Steve Wade. 45 Sekunden hat die ganze Geschichte gedauert. 45 Sekunden. In etwa dieser Zeit hat er, als wir es heute Morgen schon mal geprobt haben, die Nummer abbrechen müssen. Also man sieht, viel mehr Luft wäre auch nicht gegangen. Aber diesmal, Steve, herzlichen Glückwunsch dafür. Hier, 45 Sekunden. Ist das eine normale Zeit? War das schnell? War das normal für Sie? Oder was ist Ihr Eindruck gewesen jetzt persönlich? Es war schnell. Meistens versuche ich erst nach 60 bis 70 Sekunden raus, weil ich brauche die Ruhe im Tank. Aber es ist ein langer Tag heute und ich bin froh, dass ich draußen bin. Ja, das glaube ich. Gab es irgendwie eine heikle Situation da gerade? Das Problem ist heute sehr schwer. Heute ist es hier sehr kalt im Zirkuszelt. Und somit habe ich Probleme, die Luft sehr lange anzuhalten. Aber ja, es hat geklappt. Ja, Sie freuen sich bestimmt, dass es diesmal geklappt hat. Wir freuen uns, dass wir live im ARD Morgenmagazin dabei sein durften bei Ihrer Probe. Heute Abend Steve Wade live im Zirkus Flickflack in Aschaffenburg. Und wir sind live für Sie da, wenn jede Sekunde zählt. Und morgen bei